Bürgerinformation. Heute feiern wir den Pfingsttag. Viele sagen auch, wir feiern den Geburtstag der Kirche. Die christliche Botschaft hat sich von diesem Tag an den wir uns heute erinnern, in alle Welt hinaus verbreitet. Doch in alle Welt hinaus müssten wir dann nicht jetzt gerade draußen stehen, hinausgehen und auch allen erzählen. So haben vielleicht auch die Jünger gedacht. Doch warum haben sie es nicht getan? Die waren nämlich am Pfingsttag hier drinnen in den Häusern, drinnen mit verschlossenen Türen, verschlossenen Fenstern. Eigentlich haben sie von Jesus den Auftrag bekommen, geht hinaus. Erzählt allen Menschen von Gott, seinem Reich, von dem, was passiert ist. Aber die Jünger tun das nicht. Die Jünger haben Angst. Ihnen fehlt der Mut. Sie gehen nicht raus. Sie bleiben drinnen, hinter verschlossenen Türen. Sie verstecken sich vor lauter Angst, selbst gefangen, verraten oder gar gekreuzigt zu werden. Ihnen fehlt Mut. Was braucht es an Pfingsten für die Jünger und was braucht es vielleicht auch heute für uns? Der Pfingsttag ändert bei den Jüngern alles. Mit einem Mal plötzlich war da ein Sausen, ein Beben, ein Wind, Feuerzungen, von denen hören wir in der Bibel. Neue Kraft durchströmt die Jünger, neuer Mut lässt sie aufstehen, lässt sie die Fenster und Türen öffnen. Wind, Feuer, Helligkeit, das alles, Wärme, sind für uns Bilder des Heiligen Geistes. Eine Kraft, die uns durchströmt, die uns und auch die Jünger damals begeistern will, neuen Mut, neue Kraft schenken will und uns die Möglichkeit gibt, hinauszugehen. Die Jünger gehen hinaus, öffnen die Fenster und Türen, haben den Mut, die Kraft, jetzt allen Menschen von Gottes Botschaft zu erzählen. Eine Botschaft, die sich verbreitet über 2000 Jahre und auch heute noch gilt und woraus unsere christlichen Kirchen entstanden sind. Liebe Mitglieder der Verbandsgemeinde, der Pfingsttag ist nicht nur der Geburtstag der Kirche, der Pfingsttag lädt uns auch ein, hinauszugehen, zu überlegen, was begeistert uns in dieser Zeit, von was können wir begeistert werden, was lässt uns andere begeistern. Ist es vielleicht die Natur hier draußen, der Besuch im Wald oder am Dieterskirchel? Oder sind es andere Dinge, kleine Gesten unserer Mitmenschen, die uns den Alltag verschönern und uns Begeisterung schenken? Denken wir doch in diesen Tagen einmal darüber nach, was uns begeistert und wie wir andere begeistern können. So wünsche ich Ihnen, Ihren Lieben zu Hause, ein schönes Pfingstfest und vielleicht auch schöne Pfingstferien, wenn Sie die denn haben. Und bleiben Sie alle gesund.